Wenn Sie dieses Video geschaut haben, dann werden Sie im Vorstellungsgespräch nicht nur überzeugen, sondern Sie werden die Personaler regelrecht begeistern und Sie werden sich Ihren Traumjob schnappen. Ich verrate Ihnen die 10 häufigsten Fragen und ich sage Ihnen, wie Sie am allerbesten antworten. Mein Name ist Martin Wehrle. Der Fokus bezeichnet mich als Deutschlands bekanntesten Karriereberater. Und mit meinem Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie habe ich schon viele, viele tausend Bewerber in neue Jobs gebracht. Lassen Sie uns gleich loslegen. Erst nenne ich Ihnen die jeweilige Frage, dann die heimlichen Fragen dahinter und schließlich folgen meine Top-Antworten für Sie. Bitte übernehmen Sie diese Antworten nicht eins zu eins, sondern passen Sie die Inhalte Ihrer Sprache, Ihrem Lebenslauf und der Position an. Also, erste Frage. Aus welchen Gründen wollen Sie ausgerechnet bei uns anfangen? 3 heimliche Fragen dahinter. Erstens, bewerben Sie sich gezielt oder haben Sie Ihre Mappen mit der Schrotflinte am Markt verteilt? Zweitens, fällen Sie wichtige Entscheidungen mit Bedacht oder lassen Sie sich von Zufällen leiten? Und drittens, können wir Ihnen bieten, was Sie suchen oder passen Ihre Fantasie und unsere Realität nicht zusammen? Meine Top-Antwort? Ich finde, dass der Leitsatz Ihres Unternehmens sehr gut zu meiner persönlichen Philosophie passt. Wir können die Welt nicht retten, aber den Tag unseres Kunden. Genau so habe ich in meiner letzten Position gearbeitet. Zum Beispiel habe ich einem Kunden und gern würde ich auch bei Ihnen Pünktchen, Pünktchen. Meine Analyse? Sie greifen die Firmenphilosophie auf, die finden Sie oft auf der Homepage. Das zeugt von einer richtig guten Vorbereitung und Sie schlagen dann einen Bogen zu Ihrer persönlichen Arbeitsweise und geben Beispiele. Das zeigt, Sie würden gut in die Familie passen. Und hier die zweite Frage, die häufig in Vorstellungsgesprächen gestellt wird. Was wissen Sie über unsere Firma? 3 heimliche Fragen dahinter. Erstens, bereiten Sie sich systematisch auf wichtige Termine vor oder laufen Sie in offene Messer? Zweitens, bewerben Sie sich, weil wir zusammenpassen oder haben Sie keine Ahnung, was Sie bei uns erwarten würde? Und drittens, können Sie gut recherchieren und sich ein paar Fakten merken? Oder ist Ihr Wissen über unsere Firma so löchrig wie ein Schweizer Käse? Meine Top-Antwort? Wie ein Unternehmen wahrgenommen wird, das hängt ja immer vom Blickwinkel des jeweiligen Betrachters ab. Und darum habe ich mich vor unserem Gespräch dreierlei gefragt. Erstens, wie werden Sie von Ihren Kunden gesehen? Zweitens, wie nimmt Sie die Wirtschaftspresse wahr? Und drittens, wie schaut die Börse auf Sie? Also, hier kommen meine Antworten. Meine Analyse? Wow, Sie rattern nicht nur die Firmendaten runter, sondern Sie setzen sich 3 verschiedene Brillen auf und Ihre Gesprächspartner, die werden hellwach sein. Aber Achtung, zitieren Sie vor allem Positives, niemand will entlarvt werden. Und hier ist die dritte Frage, mit der Sie in Ihrem Vorstellungsgespräch rechnen müssen. Wo sehen Sie sich in 5 Jahren? 3 heimliche Fragen dahinter. Erstens, interessiert Sie die ausgeschriebene Position wirklich oder sehen Sie die Stelle nur als Sprungbrett? Zweitens, wollen Sie sich in der Position weiterentwickeln oder sind Sie jemand, der nur auf der Stelle tritt? Und drittens, können Sie perspektivisch denken oder reicht Ihr Horizont nicht über den Tellerrand des Augenblicks hinaus? Meine Top-Antwort? Was ich anfange, das möchte ich mindestens so lange fortführen, wie ich mich darin noch steigern kann. Also werde ich in den nächsten 5 Jahren gut damit beschäftigt sein, der ausgeschriebenen Position meine Handschrift zu verleihen. Ich möchte Ideen einbringen und umsetzen, ich möchte Abläufe optimieren und ich möchte immer besser und besser in diesem Job werden. In meiner letzten Position ist mir das zum Beispiel gelungen durch Analyse. Sie streben nicht nach Stetigkeit, sondern Sie streben stetiges Wachstum an. Sie wollen sich steigern und aus der Position mehr rausholen. Und Sie geben ein Beispiel, wie Ihnen das in Ihrer letzten Position gelungen ist. Das sind perfekte Voraussetzungen, um den Zuschlag zu bekommen. Und ehe wir zur 4. Frage kommen, ein für Sie ganz wichtiger Tipp. In meinem E-Book Geheimakte Vorstellungsgespräch, da habe ich für Sie die besten Antworten versammelt, die ich jemals auf Fragen im Vorstellungsgespräch gehört habe. Sie bekommen nicht nur eine Antwort genannt, wie hier in Anlehnung an die Geheimakte, sondern Sie bekommen für jede Frage 3 Antworten.
Und ich warne Sie zusätzlich vor den Fettnäpfchen, die Ihnen alles verderben können, denn die müssen Sie unbedingt kennen. Wenn Sie dieses Buch lesen, dann wird Ihr Vorstellungsgespräch ein Spaziergang und Sie hängen die anderen Kandidaten locker ab. Nehmen Sie mich beim Wort, probieren Sie das E-Book aus. Und hier die vierte Frage, auf die Sie beim Bewerben eine gute Antwort wissen sollten. Warum können Sie Ihre Ziele nicht bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber erreichen? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, werden Sie auch in Ihrer alten Firma geschätzt oder suchen Sie bei uns jenen Erfolg, der Ihnen dort aus gutem Grund verwehrt bleibt? Zweitens, entscheiden Sie sich für unsere Firma, Anreizmotivation, oder nur gegen Ihre alte, Fluchtmotivation? Und drittens, machen Sie sich realistische Vorstellungen von Ihren Möglichkeiten bei uns oder neigen Sie zum Bau von Luftschlössern? Meine Top-Antwort? Ich freue mich, dass ich in meiner aktuellen Firma sehr geschätzt werde. Gerade neulich hat mein Chef in einem Mitarbeitergespräch bestätigt, wie sehr er sich auf mich verlassen kann. Immer wieder hat er mir informelle Führungsverantwortung übertragen, zum Beispiel für wichtige Projekte. Nur ist die einzige Führungsposition, die für mich in Frage kommt, mit einem 45-Jährigen auf unabsehbare Zeit besetzt. Da möchte ich nicht auf Zufälle warten, sondern aktiv etwas für meine berufliche Weiterentwicklung tun. Und ich strebe eine Führungsposition an, am liebsten in einem Unternehmen, das wie Ihres Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Meine Analyse? Hier gelingt der Spagat. Auf der einen Seite vermitteln Sie, dass Sie in Ihrer aktuellen Firma geschätzt werden und erste Führungsaufgaben erhalten. Man traut Ihnen also Führungsverantwortung zu. Und auf der anderen Seite zeigen Sie glaubwürdig auf, warum der Aufstiegsweg versperrt ist. In diesem Fall ist eine Bewerbung nicht illoyal, sondern sie ist folgerichtig und legitim. Und damit sind wir schon bei der fünften Frage, die in fast allen Vorstellungsgesprächen gestellt wird. Würden Sie heute noch einmal denselben Berufsweg einschlagen? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, üben Sie Ihren Beruf aus, weil Sie ihn lieben oder nur, weil Sie sich einst vergriffen haben? Zweitens, können Sie wichtige Entscheidungen reflektieren und begründen? Oder stolpern Sie gedankenlos durch Ihr Leben? Und drittens, haben Sie sich im Laufe der Jahre entwickelt? Oder sind Sie geistig in den frühen Jahren hängen geblieben? Meine Top-Antwort? Ich gehöre zu den Menschen, die gern zur Arbeit gehen und die am Ende ihres Urlaubs die Arbeit schon wieder vermissen. Daher glaube ich, meine Berufswahl, das war eine gute Entscheidung, eine sehr gute sogar, und ich würde sie erneut fällen. Und jede einzelne Station meines Berufslebens, die war wertvoll für mich, denn ich habe gelernt und ich habe Erfahrungen gesammelt, zum Beispiel Pünktchen, Pünktchen, Analyse. So spricht jemand, der seinen Beruf wirklich liebt. Offenbar können Sie reflektieren, denn Sie zeigen an kurzen Beispielen, was Sie gelernt haben. Nochmal unauffällige Selbst-PR für sich als Bewerber. Und jetzt erfahren Sie, was Sie auf die sechste Frage im Vorstellungsgespräch idealerweise antworten können. Sie lautet: Könnten Sie sich vorstellen, sich selbstständig zu machen? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, suchen Sie wirklich eine Anstellung oder wäre das nur ein Notnagel für Sie, weil Sie in Ihrem tiefsten Herzen doch eher ein Selbstständiger sind? Zweitens, werden Sie der Firma loyal dienen oder springen Sie eines Tages in eine Selbstständigkeit und reißen einen wertvollen Kunden mit? Und drittens, sind Sie teamfähig oder eher ein Einzelkämpfer? Meine Top-Antwort? Ich habe einmal angeschaut, was Ihr Unternehmen in den letzten Jahren am Markt bewegt hat, zum Beispiel Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Davon kann ein Selbstständiger nur träumen. Ich schätze es, an einem großen Rad zu drehen. Außerdem arbeite ich gern im Team und ich verbessere mit Vorliebe Bestehendes. Insofern ziehe ich eine Festanstellung vor. Analyse. Sie machen den Firmenvertretern elegant ein Kompliment und Sie lassen Ihre gute Vorbereitung aufblitzen. Das große Rad, das unterstreicht Ihre Ambitionen und zugleich zeigen Sie, dass Sie sich in einer Struktur nicht ausruhen, sondern diese ständig verbessern wollen. Und hier die siebte Frage, die Sie ganz sicher im Vorstellungsgespräch gestellt bekommen. Welches sind Ihre größten Schwächen? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, sind Sie selbstbewusst genug, um mit einer Stressfrage umgehen zu können? Oder beginnt jetzt das große Zittern?
Zweitens, ist Ihre Rhetorik gut genug für eine diplomatische Antwort oder reden Sie sich um Kopf und Kragen? Und drittens, verfügen Sie über Selbstkenntnis oder leben Sie unreflektiert vor sich hin? Meine Top-Antwort: Ich glaube, jede Stärke, die geht mit einer Schwäche einher. Zum Beispiel bin ich sehr gut organisiert, aber das bedeutet auch, dass spontane Termine für mich eine größere Herausforderung sind als für chaotische Menschen. Seit Jahren habe ich einen guten Weg gefunden, damit umzugehen, und zwar Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Analyse: Sie betonen eine Stärke, die in der Position besonders gefragt wäre, etwa weil Sie dort von langer Hand organisieren sollen. Und Sie stellen ihr eine Schwäche gegenüber, die weniger Gewicht für die Position hat, während Sie gleichzeitig eine schon gefundene Lösung aufzeigen. Und diese Dialektik, die zeugt von Intelligenz, die zeugt von guter Rhetorik und von fortgeschrittener Selbstkenntnis. Und hier die achte Frage, auf die Sie im Bewerbungsgespräch eine richtig gute Antwort brauchen. Welches waren die größten Erfolge Ihres Lebens? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, ist Ihnen das Berufsleben wichtig oder zählen Sie nur private Erfolge auf? Zweitens, haben Sie in den letzten Jahren überhaupt nennenswerte Erfolge erzielt oder ist das schon seit Kindertagen nicht mehr geschehen? Und drittens, achten Sie auf Ihre Ergebnisse im Leben oder leben und arbeiten Sie eher ziellos vor sich hin? Meine Top-Antwort: Vor anderthalb Jahren, da war ein Spitzenkunde drauf und dran, bei einem Wettbewerber zu unterschreiben. Das hätte uns sehr viel Umsatz gekostet und ich habe ihn mehrfach besucht, ich habe über seine Bedürfnisse mit ihm gesprochen und ich habe ein neues Angebot entwickelt. Und schließlich hat er doch wieder bei uns unterschrieben. Das hat uns ein Auftragsvolumen von 750.000 Euro gesichert. Analyse: Sie nennen einen aktuellen Erfolg, wie er auch in der neuen Firma erwünscht wäre. Dabei gehen Sie geschickt vor. Sie schildern das Problem, also der Kunde will abwandern. Sie schildern Ihre Gegenmaßnahmen, also Gespräche und ein neues Angebot. Und Sie beziffern das Ergebnis, also den Auftrag über 750.000. Dieses Drei-Schritte-Modell, das poliert jeden Erfolg auf. Und jetzt lernen Sie die neunte Frage kennen, die im Vorstellungsgespräch auf Sie wartet. Welches war Ihr größter Fehler? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, können Sie mit einer Stressfrage rhetorisch umgehen oder geraten Sie jetzt ins Stottern? Zweitens, lernen Sie aus Ihrer Vergangenheit oder sind Sie ein Fehlerwiederholungstäter? Und drittens, stehen Sie zu sich selbst oder reden Sie sich und Ihr Handeln schön? Meine Top-Antwort: Mein größter Fehler war, dass ich früher fehlerlos sein wollte. Zum Beispiel habe ich als Schüler Aufgaben nicht beantwortet, wenn ich unsicher war, ob meine Lösung überhaupt richtig ist. Das war unklug und das brachte mir natürlich keine Punkte. Ein Lehrer, der hat mich zur Seite genommen und gesagt, wer keine Fehler im Leben riskiert, der findet auch keine Lösungen. Und dieser Satz, der hat mir eingeleuchtet und danach, da war ich dann mutiger beim Antworten und ich wurde auch mit guten Noten belohnt. Im Beruf, da habe ich diese Philosophie immer wieder übernommen. Ich gehe kalkulierte Risiken ein, zum Beispiel bei Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Genau das bringt Fortschritte auch in meiner persönlichen Entwicklung. Meine Analyse: Das ist eine reife und kluge Antwort, zumal Sie den Fehler schon seit Schulzeiten überwunden und eine hilfreiche Lehre daraus gezogen haben. Und eines wird deutlich: Sie wollen die Dinge vorantreiben und Sie wollen sich selbst entwickeln. Und hier die zehnte Frage, die für Sie ganz wichtig sein kann. Was verdienen Sie bei Ihrem aktuellen Arbeitgeber und was wollen Sie bei uns verdienen? Drei heimliche Fragen dahinter. Erstens, haben Sie Ihren letzten Arbeitgeber überzeugt oder spiegelt sich in Ihrem Gehalt mangelnde Wertschätzung? Zweitens, kennen Sie Ihren Marktwert oder verkaufen Sie sich zu billig oder zu teuer? Drittens, können Sie selbstbewusst fordern und verhandeln, und zwar später auch im Namen der Firma, oder geraten Sie jetzt spürbar in Verlegenheit? Meine Top-Antwort: Wir haben ja schon über meine Erfahrung gesprochen, zum Beispiel Pünktchen, 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 und meine Qualifikation, zum Beispiel Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Vor diesem Hintergrund habe ich meinen Marktwert aus mehreren Quellen recherchiert. Er liegt im Moment im Mittel bei 56.450 Euro. Dieses Jahresgehalt, das sehe ich als einen fairen Gegenwert für meine Leistung und will es jetzt realisieren. Meine Analyse: Zur Einleitung verweisen Sie auf Ihre Erfahrung und Ihre Qualifikation, um Ihre Forderung auf ein solides Fundament zu stellen.
Auf die Frage nach dem alten Gehalt, da gehen Sie bewusst nicht ein, sondern Sie verweisen auf Ihren recherchierten Marktwert. Und ungerade Summen, die haben laut Studien in Verhandlungen deutlich bessere Chancen, weil sie mit spitzer Feder kalkuliert wirken, bauen Sie in Ihre Forderung mindestens 10% Verhandlungsspielraum ein, denn Arbeitgeber, die handeln Sie gerne noch ein Stück nach unten, denn Verhandeln, das funktioniert nicht logisch, sondern es funktioniert psychologisch. Und am Ende noch ein ganz besonderer Tipp. Wollen Sie nie mehr unnötige Absagen kassieren? Wollen Sie nie mehr erleben, dass Sie vor den Kopf gestoßen und erst gar nicht ins Vorstellungsgespräch eingeladen werden? Dann nutzen Sie meinen Videokurs Bewerben mit Erfolgsgarantie. Dort verrate ich Ihnen eine Methode, mit der Sie Ihre Bewerbungschancen vervielfachen. Tausende von Bewerbern, Tausende, die bis dahin Absagen kassiert hatten, die sind mit dieser Methode durchgestartet. Die haben mit dieser Methode die tollsten Jobs an Land gezogen. Ich bin sicher, dass mein Kurs Ihnen einen neuen Job bringt. Deshalb können Sie Bewerben mit Erfolgsgarantie 30 Tage lang testen. Wenn Sie nicht von dem Kurs begeistert sind, dann genügt eine Mail. Sie haben also nichts zu verlieren und Sie haben sehr viel zu gewinnen. Wollen Sie künftig der beste Bewerber von allen sein? Wollen Sie sich ein Ticket zum Vorstellungsgespräch sichern? Und wollen Sie auch noch ein perfektes Trainingslager durchlaufen, das Sie topfit für eben dieses Vorstellungsgespräch macht? Dann klicken Sie jetzt hier, um sich meinen exklusiven Videokurs zu sichern und durchzustarten. Ich freue mich auf Sie. Schnappen Sie sich Ihren Traumjob und abonnieren Sie diesen Kanal gerne mit Glocke, dann kriegen Sie immer eine Nachricht. Bis zum nächsten Mal. Ihr Martin Behrle.